Jo Leute, was geht? Willkommen zu V-Rising. Da kam jetzt die Vollversion raus, 1.0. Ich habe da schon mal in Early Access geguckt vor Jahren, also mindestens letztes Jahr, wenn nicht sogar schon vor 2 Jahren, bin mir gerade nicht sicher. Und damals hat mir das schon richtig gut gefallen, hatte das zweimal im Stream angespielt. Damals noch mit relativ wenig Content und ich bin sehr gespannt, was jetzt anders ist und ja, wie das Game jetzt aussieht. Das Coole ist an V-Rising, das soll wohl auch auf die PlayStation kommen. Ich weiß nicht wann, aber dieses Jahr. Das bedeutet, ich bin ja eh nicht so der PC-Spieler. Auf Steam kann man das natürlich jetzt schon spielen. Aber auf PlayStation soll das Ganze auch kommen. Okay, Editor, wir sehen uns in 5 Stunden, ne? Kennen wir ja schon. So, und jetzt sind wir quasi in der ersten Open World und das ist auch alles, was ich im damals im Early Access gesehen habe. Ich bin ein bisschen durch den Wald gelaufen, habe ein paar Gegner besiegt, ein paar schwere Gegner. Und dann hast du neue Fähigkeiten bekommen für die Gegner. Glühmüde. Genau, und jetzt, das ist das Coole an dem Spiel, was ich zumindest cool finde. Du kannst hier bauen. Du kannst hier also deine eigene Base bauen. Und da kannst du halt richtig coole Sachen bauen. Also, ich habe gesehen, die haben eine Kooperation mit Castlevania. Das heißt, du kannst hier richtig viel bauen, auch von Castlevania. Und ja, jetzt kannst du dir quasi irgendwo, wo du willst, eine Base bauen. Man kann jetzt hier so ein Fundament hinballern. Zack. Erweitere ein Anwesen, indem du Boden platzierst. Boden, Boden, Boden. Ja, und das war nämlich genau das System, was mir nicht so gefallen hat. Diese Tag-Nacht-Wechsel. Erstmal gut, dass wir hier eine Uhr haben, oben rechts. Aber das hat mich ein bisschen genervt, weil du konntest im Prinzip nur tags, nachts rumlaufen in der Welt und Dinge tun. So, wenn ich jetzt hier in die Sonne gehe, dann tut mir das weh. Was ja vampirmäßig Sinn macht, aber ich weiß, ich bin mit dem System nicht so warm geworden, meine ich mich zu erinnern. Herstellung. Genau, und jetzt fängt diese ganze Produktion an, was aus einem Action-RPG einfach einen, weiß ich nicht, einen Aufbausimulator macht. Das war ganz witzig, finde ich. Sägewerk. Genau, Sägewerk gibt es, Schmelzofen, Blutpresse, Ungeziefernest, Mahlwerk, da gab es richtig viel. Und Anbauflächen. Ja, also das war schon richtig krass. Beleuchtung, okay. Also, und jetzt geht das hier ab mit Altar der Erinnerung. Ja, jetzt geht das hier ab mit, ey, bau dir deine eigene Base. Und ich finde das, was das, also die Idee hinter dem Spiel, dass du einerseits natürlich einen Action-RPG-Teil hast, wo du fighten kannst, sogar PvP aufleveln kannst, Fähigkeiten farmen kannst. Gut. Aber die Kombination mit, ey, du hast hier jetzt auch noch sowas wie einen Aufbausimulator. Die Idee zumindest finde ich sehr spannend und sehr interessant. Also ich bin ja sowieso voll der Aufbautyp. Für mich ist das eigentlich die perfekte Kombination, weil ich liebe Aufbauen, aber ich liebe auch Gegner wegschnetzeln. Deswegen, für mich ist das eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Ich kann aber verstehen, wenn Leute lieber entweder das eine oder das andere wollen. Ja, sagen wir mal, die wollen aufbauen. Dann haben die vielleicht keinen Bock, jetzt hier irgendwo rumzulaufen und fighten zu gehen. Andererseits haben Leute, also das wurde ja gerade gesagt von dem Spiel. Du kannst die ja auch nicht aussuchen. Ist ja nicht so, als würde er sagen, ey, du könntest jetzt eine Base bauen, wenn du willst. Nee, der sagt, ey, du musst dir jetzt eine Base bauen. Ob man das dann mag oder nicht, das muss man echt selber wissen. Guck mal hier. Oh, die ist, glaube ich, neu. Die habe ich in meinem damaligen Spiel nicht gehabt. Oh, die sieht schwer aus. Junge, die ist hart. Junge, die macht richtig Schaden. Jetzt macht die auch noch kleine Kinder. Ja, ich bin tot. Du bist zu Boden gegangen. Das Spiel ist auf leicht eingestellt, ne? Lol, was denn da? So ein Golem auf einmal. Aber ey, das ist alles nur für ausprobieren. Ich wollte natürlich nur wissen, was passiert, wenn man stirbt. Benutze das V-Blut-Menü. K, Alter, ist ja am Arsch der Welt. Akt 1, Stufe 16. 4 Ausrüstungsstufen unter dir. V-Blut. Okay, jetzt haben wir hier noch so ein Skill-Tree. Der ist neu, den kannte ich nicht. Den hatte ich im Early Access Save nicht. Ah, hier. Der weiße Wolf, Blut verfolgen. Genau, doch, das gab's doch im Early Access. Genau, und jetzt, irgendwo ist der hier und dann kann ich den killen, dann kriege ich irgendwas Cooles. Da vorne ist er, glaube ich. Alter, der kämpft gegen eine Spinne. Alpha. Level 30, wieso ist der denn da?
Was hier für ein Ackermatch? Was hier auf einmal für ein Ackermatch, Mann? Ich sterbe. Seht ihr das? Wer bist du denn? Geh weg. Da liegt voll viel Zeug noch rum, was ich will. Ist der weg? Junge, der hat sich einfach nur... Nein. Ich will nur sammeln. Und ich will nach Hause. Tschö. Beanspruchen. Ja, damit. Technologie freigeschaltet Spiegel. Der ist neu. Alter, das war aber auch echt unlucky, ne? Eine Spinne. Der Alpha. Und normaler Wolf noch. Das war echt unlucky. Neue Gestaltwandlung. Halte Steuerung gedrückt. Stimmt, damit kann man jetzt schneller laufen. Das ist ganz cool. Oh, was ist das hier? Eine Kutsche? Zwielicht der Edelsteinhändlerin. Lager der zwielichtigen Kaufleute. Zwielichtiger Buchhändler. Zwielichtiger Kräuter- und Trankhändler. Kann ich mit euch handeln? Oh, für Münzen. Und ich hab Münzen zu Hause. Aber Digga, soll ich jedes Mal hier hinrennen? Dann, ich sag, man kann sich später porten oder so. Wenn man sich nicht porten kann, ist das ja übel nervig. Guck mal, wie weit das weg ist. Wo bin ich überhaupt? Hä, wo bin ich überhaupt? Wo bin ich, Alter? Da bin ich! Ich kack ab. Guck mal, wie weit das weg ist. Nur das Zeug einsammeln, Mann. Ich bin so scheiße auf Konsole. Es tut schon weh, ne? Also mir würde es weh tun, zuzugucken. Ich bin so beschissen auf Tastatur. Und Maus und so. Ich komme gar nicht klar, wo F ist und so. Ich hoffe, dass man später noch hin und her porten kann und so. Also, da ich mich einfach nach Hause porten kann, weil der ganze Weg wieder nach Hause laufen, ist echt nervig. Ich kann mir vorstellen, dass das... einfach F nicht. Ich kann mir vorstellen, dass mir das auf Konsole übel Bock macht. Vor allen Dingen, das kann man ja auch im Multiplayer mit mehreren spielen, ne? Da habe ich ja noch gar nicht drüber gesprochen. Du kannst es theoretisch auch im Multiplayer mit mehreren spielen. Wenn du willst. Es ist mir so ein Dorn im Auge, dass das mit Maus und Tastatur ist. Ich glaube das nicht. Ich hätte so Bock, mit Konsole da richtig rein zu grinden. Hätte so... Blutmond. Was heißt Blutmond? Was heißt Blutmond? Ist das gut oder schlecht für mich? Boah, ich habe so Bock, mir ein heftiges Schloss zu bauen. So, wir sind jetzt erstmal da. Also, Warenhändler gibt es. Rostiger Helm. Junge. Mitra des Nekromanten. Rüstung. Okay, fette Grundel, das will ich alles nicht. Das hast du. Hier wird spannend. Schattengängerhandschuhe, Marodeurstiefel. Junge, da ist ja jetzt die Qual der Wahl. Scheiß, was mache ich denn? Und die haben immer wieder neue Waren. Ist cool. Alter, ich sage es euch, hier meine Base hinbauen. Hier oben meine Base hinbauen. Dann hast du direkt das Lager. Das wär's. Also wenn ich jetzt eine Stunde Zeit hätte, um hier alles abzuholzen, würde ich hier mein Lager hinballern. Und dann hätte ich da sofort alle jede Stunde. Und die Kupfermünzen kannst du hier auch direkt farmen. Ich glaube, das ist die Meta. Mit dem Ding hier. Guck mal, könnte ich gerade sogar bauen. Errichte das Schloss jetzt auf einem unbesetzten Gebiet, um alle Konstruktionen und Gegenstände von einem bereits existierenden Schloss an einen neuen Ort zu verlegen. Könnte ich machen. Verbinde Schlossfersen, um mittels des Baumenüs Konstruktionen zu verlegen. Durch die Verlegung deines Schlosses verlierst du den Zugang zu deinem bisherigen Gebiet. Jede Konstruktion, die nicht mittels des Baumenüs verlegt wird, wird in Ressourcen umgewandelt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich habe da Bock drauf. Ich will das hier machen. Ich muss erst alle Konstruktionen platzieren und dann kann ich rüber. Das heißt, ich muss wirklich alles kaputt machen. Und so eine Feuerstelle kann ich jetzt auch noch nicht befeuern. Weil schon genau, wie ich es baue. Das wird ein Dreierkorridor so richtig schön lang. Dieses Abholzen bin ich kein Fan von, bin ich ehrlich. Nervt ein bisschen. Das dauert ein bisschen zu lang. Das dürfte ruhig so 20% schneller gehen. Oder du kannst es boosten oder sowas. Ja, vielleicht kannst du es sogar boosten. Ich habe es nur wieder vercheckt, aber... Das wäre so das, was ich mir wünschen würde. Dass das ein bisschen... Dass das hier ein bisschen schneller vor der Hand geht. Weil du hast eine richtig geile Mischung. Aus diesem Open-World-Aspekt. Gegner besiegen, Sachen sammeln, looten und leveln. Aber auch dieser Bauaspekt ist echt cool. Und da kommt auch echt viel Neues dazu. Also hätte ich gar nicht so gedacht, um ehrlich zu sein. Die Wände muss ich gleich natürlich alle austauschen gegen Steinwände. Das ist kein Problem.
16 von 16, platziert recht. Das ist der Schlossverlegung, auch mit Schlossverlegungsherz. Ja, machen wir. Ging doch schneller, als ich dachte. Bestätigen. Cool. Schloss verlegt. Das bedeutet, da ist das jetzt weg. Easy. Guck mal, ich bin direkt hier. Perfekt. Also ich glaube, das ist die bessere. Also vielleicht so hier in der Mitte, damit du auch noch hier in die Kupfermine kommst. Aber ey, scheiß drauf. Ich bin direkt hier beim Kaufmann. Aber die ganze Zeit abholzen. Meint ihr, das geht später noch automatisch, dass du... Klar, wenn du Diener hast, ne? Scheiße, ich guck mal eben. Kann ich vielleicht schon Diener machen? Da war doch irgendwas mit Diener und so. Dienersarg? Wann gibt's Dienersarg? Wann gibt's den Dienersarg? Gibt's den vielleicht hier irgendwie? Nee, Rattenform. Weiß ja nicht, was wo der ist. Der Fleisch... Angelrute. Feldteppich, Jagdtrophäe, Bärenform. Okay. Anbaufläche, große Anbaufläche. Papierpresse. Holzzahn, Kampfrüstung sieht cool aus. Eisenbarren. Schneiderbank. Schmiede. Alter, ich kack ab. Das ist ja... Also das Game ist viel krasser, als ich es erwartet hatte. Also umfangmäßig alleine, ne? Spielprinzip, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber Umfang? 27 Euro auf Instant Gaming. Ja, haut mal jemand meinen Instant Gaming Link bitte rein. Ausrufezeichen Partner. Der Lou ist ja verpartet mit Instant Gaming. Das heißt, wenn ihr euch das Game holen wollt, den ein oder anderen Euro sparen wollt und den Lou supporten wollt, dann könntet ihr sogar meinen... Was ist das? Kann ich hier mit irgendwas... Kann ich das klauen oder so? Ich kann es kaputt machen. Und was gibt das? Was gibt das? Oh mein Gott, ich bin gespannt. Bane! Danke für 10 Gifted Subs, mein User. Vielen, vielen Dank für Support. Oh mein Gott, okay. Wieso sind da Tiere drin? Seid ihr ein Zirkus? Öffnen. Alles nehmen. Ah, ich bleib dabei. Das Abholzen ist das, was mir vom Spiel her nicht so gefällt. Das geht ein bisschen zu lahmarschig. Das dürfte ruhig... Kann mir vorstellen, dass das später mit noch stärkeren Waffen noch schneller geht, aber... das ist erstmal nicht so geil, muss ich sagen. Mal kurz hier die Ziegel 44. Gucken wir, ob wir jetzt hier rumkommen. 6 Stück. Naja, safe nicht. 1, 2, 3. Nein, das war falsch. Oh, ich kacke auf. Oh! Yet another accomplishment. Baue ein Portal und interagiere damit. Ich kann ein Portal bauen? Digga, jetzt geht's ab. Guck mal, da ist ein Dach. Das ist jetzt einfach ein Dach. Wie cool. Habe ich jetzt einen Boni? Ja! Let's go! Bei den anderen beiden auch. Let's go! Jetzt sind die richtig am Ballern. Jetzt ballern die. Scheiße, jetzt muss ich sammeln gehen. Okay. Baue ein Portal. Jetzt kann ich Portale bauen. Blutessenz, Edelsteinstaub, Steinziegel, Grabstaub. Dieses Schlossportal kannst du dich zu jedem Portal tapieren, das du in der Welt entdeckt hast. Das ist es. Und damit kannst du dann die Welt auch ergründen. Guck mal, von da aus kann ich dann dahin, bis da hinten hin. Und guck mal, wie groß die Welt ist. Dann kannst du hier oben hin porten. Das ist ja richtig cool. Okay. Ich muss mich so langsam fertig machen. Ich würde die Folge beenden, Leute. Holt euch das Spiel gerne über meinen Instant Gaming Link. Den Link werde ich unten in die Videobeschreibung packen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Game findet. Es macht unfassbar süchtig. Gibt es gerade nur auf Steam. Vollversion ist da. Auf dem Steam Deck kann ich's. Ich werde es ausprobieren. Gucken, wie das so läuft. Und der Konsolenport kommt auch noch dieses Jahr. Also, viel Spaß damit. Lasst gerne ein Follow da und bis zum nächsten Mal. Haut rein.